Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinor Einkaufen. Ja, ist ein bisschen voll hier. So viel Zeug ist es aber im Prinzip gar nicht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Großen an, bevor wir zu dem Kleinen kommen. Also es sind nur zwei Sachen, eine Sache für mich, eine Sache für uns, zwei Sachen für die Kleine mit bei. So viel ist es nicht. So, das habe ich ja alles im Livestream gestern auch schon mal teilweise angeboxt, also reingeguckt. Habe ich schon weggemacht. So, hoppala, fällt hier alles runter. Und zwar habe ich mir nochmal so ein Klimagerät geholt. Es ist keine Klimaanlage, ein Klimagerät. Ist auch gar nicht so groß. 4 Liter Wassertank, wo haben wir denn das hier? 4 Liter Wassertank für 400 Quadratmeter, 70 Watt Leistung. Ja, in Weiß habe ich es. Ja, und gibt es auch halt in schwarz, blau. Da ist der Tank dann hier unten blau. Nee, Quatsch. Weil, doch, in schwarzer ist der Tank blau irgendwie, keine Ahnung. Und der soll dann, das ohne Fernbedienung, auch wieder von One Connector, wie die heißen. Da hatte ich ja schon mal vor einer ganzen Weile eins, was ich wieder zurückschicken musste, weil der Gitter hinten kaputt war. Und dann konnte ich mir kein neues bestellen. Hatte zwar die Garantie, dass ich es für den gleichen Preis nochmal kaufen kann. Das kostet jetzt 99 Euro. Früher, wo ich es gekauft habe, hat es 69 gekostet. Kauft da jetzt. Weil wenn die Hitzewelle losgeht, dann sind die ganz schnell wieder bei 150, 160 Euro hoch. Für die habe ich jetzt bezahlt, deswegen habe ich dazu gegriffen, 59 Euro. Also jetzt momentan 59 Euro. Der Preis wird steigen. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Aber jetzt momentan, in dem habe ich 59 Euro bezahlt. Die sollen neben meinen Fernseher kommen. Die sollen neben meinen Fernseher kommen, dass ich dann, weil der Fernseher steht auf dem Lowboard, dass dann abends so ein bisschen Frischluft drin kommt, wenn die Luft steht im Sommer, weil sonst hält es da nicht aus. Ich habe da über 40 Grad teilweise in der Bude, weil ich habe Sonnenseite. Um es ein bisschen erträglicher zu machen, tagsüber kann man es dann auch im Wohnzimmer hinrollen und so, dass hier so, wenn die Kleine gerade Mittagsschlaf macht, um vielleicht ein bisschen runterzukühlen oder ein bisschen frische Luft zu haben oder abends dann halt, wenn man nicht unbedingt die Klimaanlage anschmeißen will, um Strom zu sparen, macht die halt ein bisschen Luft, kühlt die ab, weil hier Wasser reinkommt, ein Kühlakku ist mit bei oder zwei Kühlakkus sind mit bei und für 59 Euro ist ein guter Preis. Ja? Da wird es auch noch mal ein extra Unboxing geben und ein Hardware-Video, wo wir das dann testen werden. Das kommt dann alles in den nächsten Tagen. So, dann nehmen wir mal das. Da habe ich, weil es waren Blitzangebote. Da habe ich jetzt hier zwei Sachen drin, die ich bei Blitzangeboten gekauft habe. Wo Amazon mir eine E-Mail geschrieben hat, Blitzangebot, so und so viel. Und eine Sache davon hatte ich eigentlich was anderes im Warenkorb, habe dann aber die Sache genommen, was im Prinzip das gleiche ist, aber weil es ein Blitzangebot war. So, dann haben wir einmal hier. Eine Decke, und zwar in dem Maße 150 x 200. Das ist eine Kuscheldecke. Können wir wegrollen. Die lasse ich auch so verpackt, weil da nimmt sie nicht so viel Platz weg. Die ist für die neue Couch und für die Mädels, weil denen ist immer grundsätzlich kalt. Oder als Unterlage für die Couch oder so. Ist eine Kuscheldecke. Und bei dem Preis, die sollte eigentlich 17 Euro kosten. 17 noch was. Dann war sie runtergesetzt, gerade zu dem Zeitpunkt auch auf, ich habe keine Ahnung, 13 noch was, 14 noch was, 15 noch was, 14 noch was, glaube ich, war nicht. Und dann habe ich nochmal 3 Euro Rabatt gekriegt oder so. Wegen Blitzangebot. Und dann habe ich im Endeffekt bezahlt. Nein. Um die 10 Euro noch was oder 11 Euro noch was. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf leider nicht. So, die. So.
dann habe ich das gekauft. Das ist Nachtlicht. Ich wollte eigentlich ein größeres haben. Also ich hatte ein anderes drin. Aber das war ein Blitzangebot. Also das, was ich drin hatte, sollte 16 Euro noch was kosten. Das kostet normalerweise 12 oder 13 Euro noch was. Und durch Blitzangebot habe ich es jetzt gekriegt für 8 Euro noch was. Das werden wir auch gleich testen und auspacken. Und dann haben wir noch eine Sache. Also meine Frau weiß von nichts. Und zwar habe ich dann eine Seifenblasenmaschine gekauft. Die ist auch nicht per Strom, die ist per Batterien wird die betrieben. Ich habe eigentlich gedacht, dass Strom auch, aber nee, nur Batterien. Und da ist dann halt die Seifenblasenmaschine mit bei. Die sieht aus wie so ein Frosch. Und dann hat man halt noch so eine blaue Flüssigkeit, also blaues Gläschen und ein lilanes, rosanes Gläschen mit. Die kann man da reinmachen, dann kann man auch normal Seifenblasen machen, wenn man das möchte. So, jetzt muss ich, dafür muss ich dann gleich Batterien raussuchen. Und die werden wir dann anschmeißen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich da auch ein separates Video zu, das weiß ich nicht. Da habe ich auch zugegriffen, weil ich habe wirklich bezahlt 12,99 Euro oder 88. Nee, 99. Ich habe die für 10 Cent teurer genommen. Die genau die gleiche gab es auch nochmal für 12,88. Die hat aber scheiß Bewertungen gehabt. Und dass das Akkufach unten kaputt gehen soll, schnell und so. Deswegen habe ich die nicht geholt. Deswegen habe ich den 10 Cent mehr und dann habe ich mir die geholt. Also für die Kleine. So. Und das ist, da ist die Magic 2 Wi-Fi drin. Da kommt nochmal ein separates Video zu. Das habe ich nicht gekauft. Das wurde mir von Devolo zur Verfügung gestellt. Da werde ich das Wi-Fi-Netz von meiner Mutter ein bisschen erweitern, damit wir das Wi-Fi auch ein bisschen Garten hin haben. So. Und ich mache mal kurz die Steckdose hier so ein bisschen. Wartet mal. Muss ich erstmal das auspacken. Weil das Problem ist, warum ich das jetzt gekauft habe, ist ganz einfach, kann ich euch auch erklären, wir haben nach Nachtlichtern gesucht. Wir haben, nur Nachtlichter gefunden in Form von irgendwelchen Figuren. Von der Sendung mit der Maus zum Beispiel, die Maus oder der Elefant oder andere Figuren, die kann man an- oder ausschalten. Mit Batterien sind die. Wir wollten aber was für die Steckdose und was Dimmbares. Weil das soll dann in der Steckdose bleiben, anmachen, ausmachen, fertig. Wir wollten keine Batterien verschwenden. Und die meisten, die wir gefunden haben, die sind nicht dimmbar. Das ist halt Nachtlicht, machst du an, fertig. Und zum Beispiel wie der Elefant, den fand ich ganz süß, den wollte meine Frau nicht, weil das Licht ja dann bläulich aussieht und blau ist, was ist blau? Aufputschend? Blau ist nicht gut für die Melatoninbildung, für das Schlafhormon. Ja, blau ist nicht gut für die Melaninbildung, für Schlafen, Dingsbums. Und rot ist fördernd. Rot ist melaninproduktionsfördernd. Orange halt dann auch nicht und normales Licht. Deswegen habe ich gedacht, dann holen wir halt sowas und das ist auch clean. Der kann in eine Steckdose rein, das werden wir gleich mal testen. Und ja, sie hat dann so ein Faltboxregal. Also wenn man so reinkommt ins Zimmer, ist unten gleich eine Steckdose links. Und da ist noch ein Faltboxregal, dass sie das Licht nicht direkt sieht, aber indirekt beleuchtet wird das Zimmer halt. So. Ich mach das mal so zur Seite. So. Ich mach mal kurz so, dann könnt ihr. Also wie gesagt, jetzt ist hier noch nicht so aufgeräumt. Ich habe noch nicht den Platz. Ist noch nicht erweitert hier alles. Dankeschön, mein Schatz. Hast du mir die Katzenmaus gebracht? Das ist aber lieb von dir. Papa, leg die hier hin. Und willst du wieder haben? Okay. Und du hast eine Socke von mir gefunden. Das wäre toll, wenn du die ins Schlafzimmer wiederbringen würdest. Na, okay. So. Und dann haben wir hier praktisch an und aus. Dann haben wir Mode. Oh, da können wir weißes Licht, gelbes Licht machen. Das wusste ich nicht. Und dann können wir hier ganz dunkel machen. Ganz dunkel ist wirklich nicht wirklich hell. Das ist nur so ein bisschen schummrig. Das ist ganz gut. Das werden wir heute Abend gleich testen. Und ja, das ist das Hellste, oder? Geht noch heller? Nee.
Eins, zwei, ja. Zwei Stufen sind es. Also Ditte. Eins, zwei. Ja. Also drei Helligkeitsstufen haben wir. Also mehr haben wir nicht. Und dann zusätzlich können wir jetzt hier eine. Wenn es so blinkt, seht ihr, dass dann was passiert ist. Dass wir was ausgelöst haben, hier zum Beispiel da. Und dann kann man dann halt auch sagen, soll eine 10 Minuten an sein, eine Stunde an sein oder was weiß ich. Ja, und ich denke mal, hier auf der untersten Stufe, auch in weiß ist das okay. Ja, aber wir werden gelblich lassen, Normallicht halt. Und dann ist das halt indirekte Beleuchtung. Also es sieht jetzt über die Cam heller aus, als es wirklich ist. Müsst ihr so ein bisschen auf den Tisch gucken, dann seht ihr, dass es nicht so hell ist. Ja. Wieder rauszoomen. So. Dann kann man den auch wieder rausmachen. So, jetzt hoffe ich, dass auch bald hier die Krise vorbei ist, dass ich endlich mein Sofa bestellen kann. Dass das hier im Wohnzimmer, weil es geht hier nicht voran, weil ich brauche, ich weiß nicht, wo der Schrank, ich weiß, ich will wahrscheinlich andere Schränke mir holen von Ikea in weiß und die dann halt oben rüber machen lassen und so. Also selber, also ich. Also ich bestelle die, best dann alles aus. Und aber das Problem ist, das kann ich erst machen, wenn ich weiß, wie breit das neue Sofa sein wird. Und das weiß ich erst, wenn ich es bestellen kann und das Sofa da ist. Und mein Sofa muss ja mitgenommen werden. Und momentan wird mein Sofa nicht mitgenommen. Schweige denn, so ein fettes Sofa wird nach Hause geliefert und dann, also nach Hause geliefert schon, aber nur bis zur Haustür. Und ich will es ja bis nach oben haben in meine Wohnung. Und da bringt mir das halt nichts. So. Dann lassen wir das so. Und ja, ich würde sagen, also hier habe ich dann auch schon die Regale von Ikea. Die habe ich auch gekauft. Die sind vorige Woche gekommen. Da habe ich auch, glaube ich, noch kein Video drüber gemacht. Den Link werde ich euch auch mal drunter packen. Das sind welche weiße, die vernickelt sind. Ich werde auch euch, habe ich danach erst gefunden, die Einzelteile von den Regalen verlinken, wenn ihr die erweitern wollt. Also das sind jetzt drei 1,60 Regale, was eigentlich nur zwei, also was dann eigentlich sechs 80er Regale sind, aber mit einem Zwischenstück. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Regal schon habt und ihr sagt, ich wollte meinen gerne erweitern, weil ich habe doch den Platz, ich habe den Schrank weggenommen, dann kann man das Endstück rausnehmen, so ein Zwischenstück drin. Holt sich so ein Zwischenstück bei, kostet glaube ich 7 Euro bei Ikea. Dann noch ein Brett, ein Endstück hat man ja. Macht man ein Zwischenstück rein, das andere Brett und ein Endstück und dann kann man sein Regal verlängern. Ja, oder je nachdem. Oder man holt sich halt ein paar 1,60er, so wie ich, und macht dann halt kein Endstück, macht dann halt mehrere Zwischenstücke und kann halt dadurch die ganze Wand und hat dann halt immer nur ein Kupferstück, bis das nächste Brett anfängt. Sonst hat man ja Kupfer vom Ende, Kupfer vom Anfang, wo das nächste Regal anfängt. Und das werde ich halt nicht machen, Doppelkupfer. Ich werde dann halt Anfang, Mitte, also Zwischenstück, und dann kein Ende, sondern nochmal ein Zwischenstück setzen. Dann kommt wieder ein Brett dran, nochmal ein Zwischenstück. Und dann kommt das Ende. Und man kann das auch zuschneiden, dass man dann halt, wenn es von einem Zentimeter nicht ganz reicht, nimmt man da 5 cm weg, da 5 cm weg, damit das alles gleich aussieht von der Breite her, also von Kupfer zu Kupfer, das ist alles möglich. Fand ich ganz gut. Und mit dem Anpassen bei Ikea, das wusste ich gar nicht, weil ich bin nicht so der Ikea-Einkäufer. Meine Frau, ja, die hat mir das dann gesagt. Und da habe ich dann auch wie heißt denn das? Ich weiß nicht, wie das heißt auf der Ikea-Website. Da kann man dann halt aussuchen. Da kannst du aussuchen, wie hoch der Schrank sein soll. Bei den Seitenfächern. Du kannst dann sagen, sollen Türen drin sein? Sollen Glastüren drin sein? Welche Farbe sollen sie haben? Was für eine Art von Türen drin sein sollen? Was für eine Füße? Schmale, kleine, hohe, breite Griffe. Du kannst sagen, Regale oder Schubfächer. Du kannst sagen, also sind wir zum Beispiel bei dem, was oben rüber ist, kannst du sagen, offen oder eins offen, eins nicht. Dann kannst du sagen, eins mit einer weißen, eins mit einer schwarzen Tür, was weiß ich, einmal mit einer Glastür oder alles mit einer Glastür, mit Schubfach, mit Regalen. Welche Regale? Einfach nur so groß, also praktisch das Fach ohne was so groß oder halt mit zwei Regalen, die so. Also, mit zwei Brettern in der Mitte in der Höhe von so oder halt mit nur eins in der Mitte oder nimmst so ein Fach, also so ein Regal, da kannst du komplett alles selber gestalten. Und das soll dann hier hin, dann kommt das hier weg, der Schrank,
der kommt dann ins Schlafzimmer wahrscheinlich. Und die Figuren kommen dann, die ihr jetzt nicht seht, nur teilweise hier oben, die kommen dann alle dann in der Höhe. Ja, und da kommen dann hier hinten die Regale hin bis zur Wand und dann ist auch Platz für meine ganzen Figuren. Hier sollen dann noch einzelne Regale hin, so wie so eine kleine Treppe, wo hier so ein bisschen Dekokram dann hinkommt. Also praktisch auf die ganze Fläche so, was man dann abends im Stream sieht. Hier ist meine Wikingerfigur, die ich von René habe, mein Playstation-Licht, ein paar Totenköpfe und Kratos und so. Das kommt dann alles und mein Sackboy. Ja, und Playstation-Controller-Halter und sowas, die kommen dann hier hingestellt, damit die Controller nirgendwo rumliegen, dann sind die schön im Regal drin. Ja, das kommt aber alles, aber das kann ich alles erst machen, wenn ich endlich mein Sofa bestellen kann, worauf ich ja schon ewig warte. Naja, mal gucken. Ja, und dann kommt ja die PS5 noch, da werde ich euch auch ein Odin was shoppen dazu, dann logischerweise machen, wenn sie da ist. Mal gucken, was ich noch dazu kaufe, ob ich noch einen zweiten Controller kaufe, ob ich Fernbedienung oder irgendwas, werden wir ja sehen, wenn es denn soweit ist. Ich denke mal, ab nächsten Monat wird man sie vorbestellen können und dann wird es dann natürlich auch Videos zum Unboxing, Videos geben und allgemein zur PlayStation 5 Videos. Wir werden dann auch drauf zocken, logischerweise alle drum und dran. So, ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Also ich habe noch welche hochgeladen, also ich werde noch welche planen. Ich werde heute auch The Last of Us aufnehmen, in der Mittags-, wenn die Kleine Mittagsschlaf macht. Heute Abend werden wir The Last of Us auch im Stream zocken. Ja, guckt da mal bei Twitch vorbei, Link werde ich euch auch in die Videobeschreibung packen. Wir sehen uns auf jeden Fall Video oder Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei Twitch mal besuchen kommt. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Nee, nein.